ihr Freund, ihr wollt da nicht reinspringen. Das taugt nur, um alte Kühlschränke zu entsorgen. Auch cool. Das ist ja der Witz, weil wir hier in der Mitte das Maul haben. Ja. In der Original-Kinofassung gab es das nicht. Das wurde erst später noch reingepatcht, sozusagen. In der Originalfassung waren es ja nur Tentakel. Und das animierte Viech in der Mitte kam später. Seine Exzellenz hofft, dass ihr ehrenhaft sterben werdet. Er ist Popeye. Er muss erstmal einen Schluck trinken aus der blauen Milch. Hey! Oh, oh. Das ist anders, als ich es in Erinnerung habe. Aber der Kampf gegen Bubba war ja... Ich hasse diesen Kopfgeldjäger. Schon immer gut. Besonders war, eigentlich war der im Film ja ganz kurz dargestellt. Er wurde ja einfach nur hinten vom Jetpack getroffen und dann war's das. Okay, ich dachte, ich mach's mal mit ihm hier. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee war. Was passiert denn, wenn die anderen das machen? Okay, das ist leichter. Huch! Wo ist er? Da. Dort ist er! Okay. Ist das hier gerade richtig? Mach's gut! Ich glaube, das war richtig. Boba Fett? Wow! Die Party ist vorbei! Zeit zu gehen! Schnapp sie! Keine Sorge, ich kümmere mich mal um die hier. Hm? Was war denn das? Was? Warum? Warum kann ich hier... Oh. Irgendjemand kämpft gerade. Okay, vielleicht müssen wir ja noch irgendwas abschießen. Das wäre geil. So. Mhm. Dieser Bungee got you in deeper Obasa Sarak. Riki. Gut, ich muss nach oben. Das hier ist eindeutig noch ein bisschen doof zu stapeln. Warte mal, ich muss mal ganz kurz hier. Ja, also wir brauchen Platz. So, und dann kommen wir auch sicher hier nach oben, denke ich. Ja. Hey, R2, danke für deine Hilfe. Oh, ich kann nichts machen. Ich hoffe, jetzt. Du weißt, was du tust. Du kommst mit uns mit. Huch, entschuldige, R2. Wollte ich nicht besiegen. Entschuldige. So. Zack, zack, zack. Und fertig. Die Barke gehört uns. R2, hol Lane. Wir halten Jabbas Wachen auf.
Oh, meine Nerven! Lea, könntest du mal... Dieser Affe! Hältst du endlich die Klappe? Ja, was muss ich machen? Hilf mir, diesen schleimigen Widerling zu besiegen. Eigentlich dachte ich, man müsste ihn jetzt erwürgen. Okay, R2 soll helfen. Wartet mal. Das ist jetzt lächerlich. Aber gut, was soll's. Autsch. Was kann denn der arme Affe dafür? So, R2 reicht's. Er ist immer nur der Sidekick gewesen. Die ganze Zeit im Spiel. Da muss man mal auch kräftig reinhauen, ne? Kann doch nicht immer nur beleidigt werden von C3PO oder so. Da muss man auch mal sich wehren. Besonders wenn man hier als Kellner missbraucht wird, obwohl man da gar keinen vernünftigen Arbeitsvertrag hat oder was auch immer. Oh Mann, oh Mann. Wo sind die? Da. Oh, dieser Affe! So, jetzt reicht's aber wirklich. Dieser räudige Eidechsenaffe ist doch nicht vollkommen nutzlos. Alles gut. Ich hau mal kurz auf Jabba. Den Hutten. Ich weiß gar nicht, ob das hier gerade sinnvoll ist, was ich mache. Ob das mit Lea nicht sinnvoller wäre. Ah, die ist ja angekettet, ne? Also Lea kann ja gar nicht. Alles gut. Hey. So, der Affe wieder. Aua. Ich hoffe, ich muss dieses Ding niemals mehr wiedersehen. Alles gut. Uiuiui. Bleib hier. Hab dich. Jetzt müssen wir zuschlagen. Ich haue zu. Ja. Komm. Mit allen Gläsern und Flaschen, die wir dabei haben. Okay, auch in dieser Fassung ist Jabba gestorben. Wir sehen uns bei der Flotte. Ach ja, an der Koppa Ketana. Schönes Wortspiel. Sehr schönes Wortspiel. Gut, wir haben's. Ja, das hier machen wir ja immer nicht. Ich sammle ja nix. Ich muss meine Ausbildung bei Meister Yoda beenden. Bist du bereit, nach Dagobah zu fliegen? Okay. Ich frage mich gerade, wir waren doch hier schon mal. Das ist doch praktisch seine Heimat, ne?
Oder? Ja, genau. Hier ist sein Heimatort. Genau. Stehen da unten jetzt wieder die Tasken? Nö, weil das haben wir ja repariert. Okay, was ist denn das da? Das ist eine Tür. Ich habe eine Tür gefunden. Warte mal. Oh, Java. Es ist ein bisschen dunkel gerade. Ich sehe sehr wenig. Ist hier zum Ranhängen? Ja, okay, da geht's rein. Okay. Ein bisschen dunkel, wie gesagt. Das bringt nicht viel. Das war nicht Teil meiner Jedi-Ausbildung. Okay, das bringt auch nichts, weil wir haben leider keinen imperialen Charakter gerade. Na gut. Theoretisch kannst du jetzt hier weiter erkunden und so weiter. Aber mit denen haben wir ja allen schon mal geredet, wenn ich mich recht erinnere. Ich verfolge seit Tagen eine Gruppe Tastenräuber. Wenn ihr ihr Lager entdeckt, zeigt... Ja, das hatten wir schon. Okay. Ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe neue Daten empfangen. Mhm. Na dann. Wir sollen zurück nach Dagobah. Ach ja. Wir fliegen gleich in den Sumpf. Zu Meister Yoda, in die Yoda-Hütte. Ich bin gespannt, ob die hier drin ist. Weil die gibt es ja auch bei Lego. Richtig als Modell. Man kann sich Meister Yodas Hütte aus Episode 6 bzw. 5 kaufen. Eigentlich mehr aus 5, glaube ich. Aber hey, so, also, wir kehren zurück nach Dagobah. Meister Yoda ist nicht allzu wütend, dass ich weg war. Danke, R2. Ich hoffe mal, dass er es auch so sieht. Kommt drauf an, wie lange du weg warst. Meine Datenbank lädt über vor neuen Tipps. Mir brummt der Scheck. Ich finde übrigens auch sehr interessant zu Episode 6 die Kleidung, die Luke Skywalker anhat. Die hat er später immer noch an, auch beim Mandalorianer, da den Gastauftritt, da hat er die auch an. Schwarz. Nicht Jedi-Roben braun, schwarz. Und der einzigste Jedi, der auch schwarz hatte, war sein Vater. Und das ist Anakin Skywalker und der wurde ja zu Darth Vader. Also deswegen, ich bleib dabei. Luke ist kein rein guter Jedi. Glaube ich nicht, dass er das ist. Oder zumindest in der Ursprungsidee sein sollte. Mittlerweile ist das wahrscheinlich auch alles anders. Aber in der Ursprungsidee, glaube ich, sollte das nicht so sein. Ich würde den gerne holen. Wartet mal. Okay. Wow, das ist fantastisch. Hat doch geklappt. So. Ja. Ich sollte aber nicht daneben hüpfen. So leicht gibt sich ein Jedi-Ritter nicht geschlagen. Ein B-Flügler. Wir haben einen B-Flügler freigeschaltet. Ah, auch schön. Okay, da hinten ist der Baum. In den man auch wieder rein kann, wenn man das möchte. Wer bist du? Ah, ein Wookie. Der reisende Wookie. Mandana Wookie. Luke versteht leider Chewbacca nicht. Tut mir leid. Das ist jetzt der Beweis. Chewbacca wurde von Luke Skywalker nie verstanden, weil er gar nicht die Sprache kann. Aha, so ist es. Macht plötzlich alles Sinn, wenn ihr mich fragt. Ich laufe hier einfach an einem Stein vorbei, der nur so in der Gegend rumliegt. Überraschend. Ich kann kaum glauben, dass das mir gehört. Ja, es gehört niemand sonst. Du bist einfach dran vorbeigelaufen. Ich habe neue Informationen, falls ihr interessiert seid. Mhm.
Wenn ich das hier zerstöre, kann ich da irgendwas zusammenbauen? Nein. Es war ein Versuch wert. Ich dachte, man könnte dann da irgendwie... Was ist denn das hier? Da irgendwie nach oben, wollte ich sagen. Test 417. Neue Formel zeigt schnelles Wachstum bei Anwendung auf lokale Pilze. Was? Okay. Ja, ich habe keine Ahnung, wie man das da oben kaputt macht. Was ist das? Sieht ja hier alles ominös aus. Ja, Meister Yoda, ich hätte da mal eine Frage. Ich kann hier auch nichts mit der Macht machen oder so. Tja. Ich hatte nur einen Pilz, aber den konnte ich nirgendwo hinstellen. Na gut, dann gehe ich halt. Merke schon, dieser Sumpf. Was zum... Hä? Was? Ach, das sind... Da hinten sind die Schiffe, Entschuldigung. Das hier ist eindeutig für irgendwas wichtig. Ah. Ich spüre die Macht hier. Ja, das ist seine Ausbildung. Okay, das ist der Ort, wo er ausgebildet wurde vorhin, wo wir langgelaufen sind. Und ich habe gar nicht gesehen, dass Yodas Hütte hier unten ist. Okay, wir gehen mal rein. Etwas zurückgekehrt, du bist? Komm näher. Oh, der Topf. Lecker. Warum kann ich die Dinger anheben? Okay. Da oben ist ein Stein, ne? Wir wissen alle, bei Steinen muss ich mal ganz kurz versuchen, da hochzukommen. Ah, verdammt. Es rastet nicht ein. Okay, wir können uns nicht hochziehen. Okay. Schade. Na gut, hier ist ja noch was. Oh Gott, ist das hier gerade... Ist das hier gerade friemelig? Wartet. Okay, und dann haben wir nur den Topf. Den könnte man wieder hier raufstellen. Aber ist halt alles sehr wackelig. Ja, fällt auch um. Na gut, was soll's. Es war eine Idee. Luke. Eins noch übrig ist, Vader. Stellen musst du dich, Vader. Ist Darth Vader mein Vater? Dein Vater, er ist. Da ist noch ein Skywalker. Yoda wird immer um dich sein. Obi-Wan. Luke, Yoda meinte... Leia. Leia ist meine... Schwester. Deine Intuition spricht für dich.
Dann komm, R2. Wir müssen zurück zur Flotte. Na dann. Du hast recht, R2. Hier gibt es nichts mehr für uns. Lass uns zum Sammelpunkt aufbrechen. Ja, willkommen zurück, Bakker, wollte ich sagen. Ne? Willkommen zurück. Ich will noch mal ganz kurz in die Hütte. Ja, ich hoffe, alles ist okay bei dir. Also alles gut gelaufen, meine ich. Ich kann das jetzt. Wir sind mittlerweile in Episode 6 angekommen. Ich spüre die Macht hier. Ja, das ist klar. Hier war mal dein alter Meister. So. Hä? Tja, aber trotzdem, ich komme da nicht hoch. Luke kann nicht hoch genug hüpfen. Dinger können wir auch nicht kaputt machen. Wartet mal. Ich sagte gerade, wir können nicht genug hüpfen, aber vielleicht doch. Wenn wir nicht den Topf zum Stapeln nehmen. Ich sehe gerade, der Tisch hat ja... Alles bestens, das freut mich. Der hat ja so Noppen. Kann ich da hier einfach mal rauf? Ich hab's gerade runtergeworfen, ne? Super. Es ist halt eine wackelige Konstruktion. Der alte Ben hatte sowas früher mal. Vielleicht reicht ja schon einer. Nee, wir haben es mit zwei Blöcken probiert. Deswegen, das funktioniert leider nicht anders. Aber hat funktioniert. Ah, ist das gut. Es hat funktioniert. So, 12. Aha, okay. Fehlt noch ein bisschen. Es fehlt noch ein bisschen. Okay. Gut. Mehr gibt es hier eigentlich auf dem Planeten nicht. Es gibt noch ganz viele Steine. Ja, die kann ich theoretisch auch alle einsammeln und so weiter und so fort. Aber das muss eigentlich auch gar nicht sein. Ich werde mal... Ich überlege gerade, wie ging denn das jetzt weiter? Ach ja, er flog zur Flotte. Ja. Auf zur Flotte, nach Endor! Ich erinnere mich, Endor. Ach, warum eigentlich Endor schon? Da findet doch die Endschlacht statt. Also die Flotte hatte sich ursprünglich woanders gesammelt, glaube ich, und ist dann nach Endor weitergeflogen. Aber Details. Kleine Details. So. Ach ja. Basis 1. Nee, erstmal haben wir da hinten natürlich einen Asteroiden. Den holen wir noch. Boah. Dicht, dicht. Zu dicht. Aber ich glaube, ich habe ihn zerstört, oder? Ja. Okay. Das war dicht. Da ist die Basis 1. Ist übrigens ein Mon Calamari-Kreuzer da, den wir da sehen, glaube ich. Guck nochmal, was es hier unten gibt. Ein Calamari, ein Mon Calamari. Ein Tintenfisch. Also er wird etwas anders geschrieben, sagen wir es mal so. Aber ja, wahrscheinlich schon, obwohl es kein Tintenfisch von der Form ist. Es ist ja ein Fischvolk. Es sind die Fischmenschen in diesem Universum. Okay. Na gut, wir fliegen mal zur Flotte. Tatsächlich Tintenfisch. Okay. So, also ein Mon Calamari-Kreuzer. Weltraum über Endor, unbekannte Region. Oh, schön hier.
In meinen Datenbanken gibt es neue Tipps. Ja, der meckert die ganze Zeit. Was will er mir denn eigentlich mitteilen? Spring-Nahkampf-Kombi. Ja, das ist super. So, jetzt sind wir einmal durch. Fähigkeit. Komm. Ja, ja. Achso. Ich wollte gerade zu der zugemachten Tür. Die mit Rot sind zu, die gehen nicht auf. Den wollte ich gerade. Jetzt gehen wir mal zu Grün. Tada! Jetzt kommt ihr sicherlich mit den Worten, es ist zu ruhig, oder? Ist es nicht. Aber das hier ist eine freundliche Basis, deswegen alles gut. Ich kann ja nicht unfreundlich sein und hier irgendwelche Gegner sein. Weil das passt einfach nicht zur Story. Guten Tag. Ich finde das so süß. Also ich finde das cool, dass die Schiffe so schön in diesem sterilen Weiß auch gehalten sind.